damit das Ende der Zeit kommt, bevor alles passiert, werdet ihr Zeichen sehen. Er hat zu ihm gesagt, ihr werdet sehen, dass eine Nation gegen die andere kämpft. Na, heute sehen wir es ja. Russland bekämpft Ukraine. Europa bombardiert Syrien. Und Europa bombardiert Syrien. États-Unis contre l'Irak. Und Amerika bekämpft den Irak. Ruanda attackiert Kongo. Diese Sachen erleben wir doch schon. Und er hat zu ihnen nochmal gesagt, Familien werden verteilt, werden getrennt. Vielleicht sind einige unter uns, die getrennt sind von der Familie. Du bist in Deutschland, aber du weißt nicht mal, wie lange du deinen Bruder oder deine Schwester gesehen hast. Wie lange es schon her ist, dass ihr nicht mehr telefoniert habt. Das ist die Trennung. Die Bibel sagt, in der Endzeit wird der Hungernot kommen. Und in dieser Zeit, Agrikultur ist gestiegen. Die Traktoren, alles, was dazugehört. Die Menschen züchten Tiere nach 2 Monaten, werden diese aufgegessen. Aber trotz dieser Entwicklung gibt es immer noch keine Lösung für den Hunger auf dieser Welt. Jesus hat zu ihnen gesagt, bevor ich komme, werdet ihr Erdbeben erleben. Die Welt wird sich bewegen. Heute erleben wir es ja. Und die Welt, nimmt uns nicht so, wie wir es uns, gedacht haben. Ich meine damit, Europa hat sich nicht vorbereitet, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Es sind einfach zu viele. Es sind einfach Dinge, die uns zeigen, dass das Kommen des Sohn Gottes nahe ist. Jesus kommt bald. Jesus kommt und wird seine Gemeinde holen. Er wird seine Kinder holen. Er wird die Seinen holen. Er wird kommen. Jetzt ist aber die Zeit, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns vorbereiten, damit wir wissen, wie wir unserem Bräutigam begegnen. Und er sagt, Joel sagt, eure Jungen werden Visionen haben. Vision bedeutet Richtung. Die Jungen werden eine Vision bekommen. Es gibt Länder heutzutage, die haben noch nie den Namen Jesus gehört. Ich habe ein Buch gelesen. Ein amerikanischer Prediger war irgendwo in einem Land. Und er hat sie gefragt, und er ist dort angekommen und fragte, kennt ihr den Namen Jesus? Die haben ihn so angeguckt. Haben wir noch nie gehört. Und er hat sie daraufhin gefragt, gut, dann nennt mir einen Namen, der bekannt ist von euch allen. Alle haben geschrien. Coca-Cola. Pastor Wana akitisi mutu. Dieser Pastor war sehr niedergeschlagen. Und er hat geweint. Sagt, dieses ganze Land hat nie den Namen Jesus gehört. Aber sie kennen Coca-Cola. Unsere Kinder, unsere Kleinkinder, wenn ihr unterwegs seid, sie sehen M, die Buchstabe M, McDonald's.
Mama, Mado. Mama, ich möchte dahin. Papa, Mado. Ich möchte dahin. Mwana muke. Ein kleines Kind. Aibi kombo ya Mado. Weiß, was McDonald's ist. Me mwana wana. Aber dieses Kind. Aibi kombo ya Yesu te. Kennt Jesus nicht. Aibi te. Das Kind kennt es nicht. Das Kind hat es auch noch nicht gehört. Voici le temps. Jetzt ist aber die Zeit. Voici le moment. Jetzt ist unser Moment, in dem wir aufstehen sollen, um zu evangelisieren, denn diese Welt geht ins Verderben. Qui avait cru? Wer hat geglaubt, Kelelo, dass heute Bananabiso, unsere Kinder Wer hat denn geglaubt, dass unsere Kinder und dass sie sich selbst in die Luft jagen, sodass wir selbst Angst haben, einkaufen zu gehen, weil du jederzeit nicht weißt, was passieren kann. Du weißt nicht, neben wem du sitzt. Wenn doch die Gemeinde aufstehen würde, um Jesus zu verkünden, den Friedensfürst, das ist Jesus. Jesus gibt Frieden. Er sagt, liebt eure Feinde. Liebt die Menschen, die euch verfolgen. Aber damit ein Mensch wirklich anfängt, so zu denken, braucht er oder sie den Heiligen Geist. Und deswegen können die Menschen heutzutage dem Herrn nicht dienen. Denn sie besitzen den Heiligen Geist einfach nicht. Wir machen aus Jesus wie unser Laufbursche, genau. Herr, ich brauche doch eine Arbeit. Herr, ich brauche die Heilung. Herr, ich brauche die Heilung. Er wird es dir ja geben. Aber er fragt dich, für alles, was ich dir gebe, für alles, was ich dir anziehe, du, was gibst du mir zurück? Was gibst du dem Herrn zurück? Überlege mal. Heute stellt euch vor, es würde ein Mensch geben, er hat einen Laden eröffnet und in seinem Laden verkauft er Atem, also den Atem, den wir einatmen. Ich weiß nicht, dieser Mann, dieser Mensch, wer der Hochmütigste. Wenn du sagst, ich möchte Atem kaufen, er würde dir sagen, das ist aber nicht schön genug. Nee, du bist zu groß, du bist zu dünn, du bist zu klein, dir verkaufe ich nichts. Aber der Herr hat es so gemacht, dass das Wichtigste, das wirklich wichtig ist, hat er uns kostenlos gegeben. Er hat es uns gratis geschenkt. Es gibt keinen Ort, wo du den Atem kaufen kannst. Es gibt keinen Ort, wo du es aufladen kannst. Aber der Herr hat es dir gratis gegeben. Er hat es dir einfach so gegeben. Was können wir für diesen Gott tun? Er gibt uns keine Konditionen. Auf der Arbeit, bevor du bezahlt wirst, gibt es Dinge, die du erst erfüllen musst. Du beginnst deine Schicht um 6 Uhr. 7 Uhr du matin. Oder um 7 Uhr. En plein hiver. Winter. Neige so es schneit. Die Wege sind schlecht. Es ist zu kalt. Aber du gehst trotzdem raus und gehst zur Arbeit. Und um 16 oder 17 Uhr bist du fertig. Und du gehst nach Hause. Bist müde. Und das alles machst du, damit du am Ende des Monats etwas bekommst.
damit du belohnt. Aber Gott gibt dir keine Kondition. Voilà pourquoi je t'interpelle. Und ich möchte dich nur daran erinnern. Bible sagt, réveillez-vous qui dormez. Ihr, die geschlafen habt, wacht auf. Wacht auf, wenn ihr geschlafen habt. Wir sollten aufstehen. Wir sollten auf dem Feld des Herrn gehen. Wir sollten uns auf der Suche nach verlorenen Menschen machen. Und wir sollten diese zum Herrn bringen. Die Missionare in der Zeit haben sie nicht in diesem Luxus gelebt wie wir heute. Diese Missionare in ihrer Zeit, sie hatten Schiffe, aber sie waren nicht so ausgerüstet wie unsere heutzutage. Aber sie sind über die ganze Welt gereist, um das Wort Gottes zu predigen, so dass es wirklich überall verbreitet wird. In dieser Zeit, Kontinente wie Afrika, da gab es keine Wege. Aber diese Menschen haben sich trotzdem verbreitet. Sie haben nicht auf ihr Leben geachtet. Diese Menschen haben Gemeinden aufgestellt. Sie haben Schulen gebaut. Und sie haben den Menschen gezeigt, wie man liest. Sie haben die Bibel verteilt. Aber heute aber heute leben wir in einer Zeit, wo wir es angenehmer haben. Aber wie viele unter uns heute machen sich auf den Weg, um über den Herrn zu sprechen? Nicht mal, ich spreche nicht nur von Afrika, aber ich meine in unsere Städten hier. Wie viele unter euch können aufstehen, über Gott zu sprechen, selbst in den Familien? Warum? Das alles passiert, denn der Geist ist nicht in uns. Heute sind wir von unserer Leidenschaft und von unserem Fleisch geführt. Jeder macht sich Sorgen um sein Leben. Aber wir machen uns nicht Sorgen um den Herrn. Église de Dieu. Gemeinde des Herrn. Cherchons le Saint-Esprit. Lasst uns den Heiligen Geist suchen. Il va nous orienter. Er möchte uns orientieren. Il va nous interpeller. Er wird uns Il va nous enseigner. Er wird uns lehren. Et nous comprendrons par Und wir werden verstehen. Nzambe alingenini pona biso. Wir werden am Ende verstehen, was der Herr von uns erwartet. Jetzt ist uns die Zeit gegeben. Von dem Joel gesprochen, ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Die Zeit ist da, dass wir zu unseren Arbeitskollegen sprechen, dass wir zu unseren Arbeitskollegen sprechen, dass wir zu unseren Familienmitgliedern sprechen, dass wir zu unseren Nachbarn sprechen, dass wir sie zu ihnen sprechen, dass wir ihnen sagen, dass Jesus kommt. Die Zeit ist reif, dass wir zu Gott beten, dass er uns erfüllt mit seinem Geist. Der Geist Gottes soll in uns erfüllt sein. Der Geist Gottes soll wirklich die Bedürfnisse unseres Fleisches brechen und dass es uns führt, sodass wir dem Herrn dienen. Wenn ihr geschlafen habt, dann entscheide dich, aufzustehen. Wenn du deine Hände geschlossen hast, dann öffne sie und gehe auf dem Arbeitsfeld des Herrn. Damit ich beende, wenn wir Fußball schauen, und wenn noch 5 bis 7 Minuten noch übrig sind bis zum Ende, und die Gruppe führt 1-0. Ihr werdet sehen, dass das andere Team, das keinen Punkt hat, schneller arbeiten wird, sich mehr Mühe geben wird, weil einfach keine Zeit mehr ist. Warum? Die wollen die Zeit nutzen, die wollen schnell Fußball spielen, damit sie gleich im Gleichstand sind, weil sie einfach keine Zeit mehr haben. Genauso ergeht es uns auch.
Le temps ne plus. Die Zeit haben wir nicht mehr. Das aber doch, wir sind nicht mehr die Menschen, die sich hinsetzen können. Und ja, ist, aber wir sollten anfangen, Dinge wieder in Ordnung zu stellen. Was haben wir in Afrika? Wisst ihr, in Afrika organisieren wir einige Tage, wo gekocht wird. Wir laden viele Menschen zum Essen ein. Und wenn sie dann kommt zum Essen, profitieren wir von dieser Zeit und predigen das Wort Gottes. Und die Person, die nur zum Essen kommen wollte, sitzt sich hin. Wir sagen, wir essen gleich. Aber lass uns doch kurz das Wort Gottes hören. Du predigst. 2, 3, 4, 5 Personen. 3 bis 5 Personen geben ihr Leben zu Christus. Parce que le temps ne plus. Und das alles nur, weil wir keine Zeit mehr haben. Lass das der heutige Abend, der Geist Gottes, dein Leben berührt. Lass das in dem heutigen Abend, der Heilige Geist, dich nochmals daran erinnert, damit du verstehst, wo stehe ich? Meine Familie, meine Kinder, meine Geschwister. Kennen Sie Gott? Wenn du in deinem Herzen zurückkehrst und du merkst, dass deine Kinder Gott nicht kennen, dann bete, dass der Herr dir hilft. Bete, dass der Heilige Geist dir hilft. Spreche zu ihnen über Jesus. Bringe sie auf den Weg des Herrn. An dem Tag, an dem sie sich bekehren werden, das ist wirklich das größte Geschenk, das du deinem Kind geben kannst. Das Erbe, das du deinen Kindern hinterlässt, ist nicht, dass du ihnen ein Haus kaufst, zum Beispiel. Oder das Geld, das du auf dem Konto hast. Aber das größte Erbe, das du deinen Kindern hinterlassen kannst, ist Jesus in ihre Herzen. Das ist Jesus in ihre Herzen. Wenn Jesus in ihr Herz lebt, dieser Jesus wird ihnen das, was du ihnen nicht geben konntest. Das, was du ihnen nicht geben kannst, wenn du ihnen Jesus hinterlässt, wird das Leben deiner Kinder, du wirst es niemals bereuen. Aber wenn du ihnen nur Geld hinterlässt, dann bringt es vielleicht Trennung unter den Geschwistern. Sie werden sich bekriegen, sie werden zum Gericht gehen, damit sie das Erbe. Aber wenn du ihnen Jesus hinterlässt, Jesus ist die Liebe. Jesus ist der Frieden. Jesus ist alles. Und am heutigen Abend wollen wir beten, bevor es 19 Uhr ist, jeder von uns soll dem Herrn sagen, helfe mir, gebe mir deinen Geist. Ich werde euch den Heiligen Geist Ich werde es euch geben, denn alles, worum ihr betet, er wird es euch geben. Und am heutigen Abend möchte ich, dass der Herr dir hilft, dass sein Heiliger Geist dich führt. Und wenn ich nächstes Jahr komme, werde ich dich fragen, dreh dich mal um in der Gemeinde. Hol mir eine Person, den du mitgebracht hast. Das werde ich nächstes Jahr fragen. Eine Person. Ich hinterlasse dir eine einzige Aufgabe. Eine einzige Aufgabe. Wenn der Herr uns bewahrt und wir uns nächstes Jahr wiedersehen, wenn mir eine Person zeigen wird, den er in die Gemeinde gebracht hat, dann nenne ich euch Evangelist. Ihr könnt dann sagen, hier, ich habe diese Person in die Gemeinde gebracht. Ist die Aufgabe schwer? Nein. Ich frage, ist die Aufgabe schwer?
Non. Lokola eza difficulté. Weil es nicht schwer. Glaube ich einfach daran, dass jeder von euch ein Dimanche, an einem Sonntag, dass du dein Kind mitbringst, dass du deine Schwägerin mitbringst, dass du einen Arbeitskollegen mitbringst. Und wenn du diese Person mitbringst, dann kümmere dich um diese Person, damit diese Person in den kommenden Tagen auch den Herrn dient. Das ist die Aufgabe, die ich euch gebe. In einem Jahr werde ich kommen und korrigieren. Wir wollen beten. Wir stehen auf und wollen beten. Wir sind es schon dran gewöhnt, dem Herrn um alles zu fragen. Aber heute sagt dem Herrn einfach, helf mir. Ich möchte ein Instrument sein in deinen Händen, dass durch mich meine Kinder dich kennenlernen, dass durch mich meine Familie dich kennenlernt, dass durch mich meine Arbeitskollegen dich kennen, dass durch mich meine Nachbarn dich kennen. Gott, helfe mir. Ich möchte wie ein Instrument in deinen Händen sein, so dass eine Person zu dir kommt, so dass eine Person, die eigentlich in die Hölle gehen wollte, in den Himmel kommt. Durch mich. Gebe mir die Kraft, über deinen Namen zu sprechen und dass dein Geist über mich kommt. Oh,
alleine kann ich nicht. Helfe mir, Gott, durch dein Geist, dass ich aufstehe, um dir zu dienen. Gebe mir die Kraft, erfülle mich mit deinem Geist, damit ich nützlich werde für viele, die dich nicht kennen. Lasst uns beten. Ich möchte, dass du deine rechte Hand nimmst. Lege es auf dein Herz. Ich werde beten. Lege deine rechte Hand auf. Herr Jesus, ich bete zu dir am heutigen Abend. Denn du sagst, dein Arbeitsfeld ist groß. Aber du hast viel zu wenige Diener. Mit dem Arbeitsfeld meinst du das Land, das du uns gegeben hast. Die Welt nähert sich seinem Ende. Die Bedürfnisse unseres Fleisches nimmt Überhand. Aber ich bete zu dir. Gebe mir die Kraft. Gebe mir die Weisheit. Schenke mir deinen Geist, damit ich nützlich werde für dein Arbeitsfeld. Damit ich ein Instrument werde für dich. Ich segne dich, Herr, für alles, was du in unserer Mitte getan hast. Lass, dass diese Gemeinde aufsteht in Feuer, Feuer des Heiligen Geistes, damit sie dir dienen. In den kommenden Tagen wollen wir, dass dieser Raum zu klein wird, Mache aus uns Menschen, die hinausgehen und andere zu dir bringen. Segne uns. Werde sichtbar. Im Namen Jesus. So habe ich gebetet. Amen. Amen.